Hallo und herzlich willkommen zu meinem 11. Monatsupdate. Ja, die Tage kommen mittlerweile rückwärts hin, bis die 12 Monate vorbei sind. 11 Monate. Die Zeit ist so schnell vergangen. Ja, ich würde sagen, ich fange wieder vorne an mit meiner Gefühlslage. Und dazu kann ich sagen, dass sich meine Gefühle im Gegensatz zum letzten Monat auf jeden Fall verbessert haben. Weiß nicht, ich bin nicht mehr so doll traurig, dass ich nicht in Deutschland bin. Aber trotzdem habe ich halt logischerweise immer noch ein kleines bisschen Heimweh. Aber wie gesagt, nicht mehr so doll wie vorher und mir geht's mittlerweile sehr gut von den Gefühlen her. Und ja, kommen wir schon zum nächsten Punkt, nämlich zu den Kindern. Da läuft immer noch alles perfekt. Die Jungs haben immer noch Ferien. Ich habe ja in einem Monatsupdate mal gesagt, dass sie für 3 Monate Ferien haben. Ich glaube, 3 Wochen oder so haben wir noch oder 2 Wochen. Ich bin mir nicht genau sicher. Aber auf jeden Fall, es ist anstrengend, aber es ist zu machen. Mit den Jungs habe ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ich komme den Jungs immer, immer näher. Im Vergleich zum letzten Monat hat sich Cruz zum Beispiel, also der Kleine, recht doll entwickelt. Er spricht noch mehr als vorher schon. Natürlich sind jetzt noch nicht so wirklich Sätze dabei, außer I love you, das kann er sagen. Aber ansonsten sprichst du halt ein Wort vor, er sagt nach. Aber wirklich Sätze kann er noch nicht sprechen. Aber trotzdem, also es geht voran und ich hoffe noch, dass er demnächst fließende Sätze spricht. Dann kommen wir schon zum Verhältnis zu meiner Gastfamilie. Wie immer, alles super. So, als nächstes kommen wir wieder zur Sprache. Also, wie in den letzten Monaten, weiß ich natürlich immer nicht, was ich dazu sagen soll. Ich sage jetzt einfach dazu, was diesen Monat zum Beispiel eine andere Person zu mir gesagt hat. Und das war in Spokane letztes Wochenende. Und auf jeden Fall haben meine Gasteltern so gesagt, ja, hier, das ist Fadi, unser Au-pair. Und auf jeden Fall habe ich dann ein bisschen mit der Frau geredet. Und sie hat mich dann gefragt, ja, und wo kommst du genau her? Ich so, ja, ich komme aus Deutschland, in der Nähe von Berlin. Und auf jeden Fall hat sie dann gesagt, hä? Ich dachte, die hätten ein Au-pair aus Amerika. Ich habe halt gedacht, dass du hier aus Amerika kommst. Ich so, nee, ich komme schon aus Deutschland. Und die so, ja, wo ist denn dein Akzent? Und ich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also es war halt auch schon wieder, da war sie auch sehr schockiert, überrascht war sie, dass ich nicht aus Amerika komme. Was wieder noch zeigt, dass sich mein Englisch verbessert hat. Dass man nicht mehr hört, dass ich aus Deutschland komme. Und schon kommen wir zu den Erlebnissen. In diesem Monat hat es angefangen mit Salt Lake City. Genau, das war die Weekend Class, die jedes Au-pair machen muss. Kann man natürlich aussuchen, in welcher Stadt das macht, wenn man das macht. Es gibt nämlich einige, es stehen einige zur Verfügung und ich habe mich halt für Salt Lake City entschieden. Ja, dort war ich mit einer Freundin zusammen und ja, was haben wir dort gemacht? Wir waren viel im College natürlich, wir haben Freiwilligenarbeit geleistet. Wir haben uns natürlich die ganzen Sehenswürdigkeiten der Stadt angeguckt. Wir waren außerdem noch bei dem Olympic Park in Utah. Und dort haben die Olympischen Spiele im Jahr, ich glaube 2002, stattgefunden. Und das konnte man sich alles angucken, was auch sehr interessant war. Und wir waren natürlich auch noch bei der East High. Das ist das College, wo High School Musical gedreht wurde. Und ja, da ging so ein kleiner Kindheitstraum von mir in Erfüllung. Dann ging es für die ganze Familie in den Urlaub, nämlich nach Montana. Und dort dort lebt nämlich die Mutter von meinem Gastvater. Und dort haben wir ein paar Tage verbracht. Wir waren im bekannten, oder nee, erstmal war natürlich der 4th of July. Dort haben wir eine Parade und haben uns das Feuerwerk angeguckt. Und dann sind wir weitergefahren nach Wyoming, in den Staat Wyoming. Und dort waren wir dann im berühmten Yellowstone National Park. Das stand auch recht weit oben auf meiner Bucketlist. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben ein paar Tage dort verbracht, waren natürlich bei den besonderen
Stellen, die man so aus dem Internet kennt. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr, sehr cool gewesen. Und dann ging es auch schon wieder zurück. Dann kommen wir zu einem eher traurigen Part in diesem Monat. Nämlich habe ich meine eigentlich so beste Freundin hier. Also zumindest kannte ich sie mit am längsten neben meiner schwedischen Freundin. Nathalie haben wir verabschiedet, da sie jetzt, also ihr Jahr ist jetzt vorbei und sie ist jetzt im Reisemonat. Aber das war wirklich sehr, sehr traurig. Wir haben so eine kleine Party hier bei uns zu Hause veranstaltet oder halt so ein kleines Essen vorbereitet und alle Freunde haben sich zusammen getroffen und ja, also es war ein sehr, sehr, sehr trauriger Abschied. Aber ich werde sie ja in Deutschland zum Glück auch wiedersehen, da sie ja nicht allzu weit weg wohnt, was sehr gut ist. Aber wie gesagt, das war, weiß ich, schon sehr hart, so ein Abschied. Dann kam meine allerbeste Freundin zu Besuch. Ja, und ihr Freund natürlich auch. auf jeden Fall war es eine mehr oder weniger eine Überraschung. Ich glaube, ich wusste erst eine Woche vorher oder fast zwei Wochen vorher erst, dass sie vorbeikommt. Eigentlich wollte sie mich richtig hier überraschen, aber hat nicht ganz geklappt. Trotzdem habe ich mich super, super gefreut, weil wenn ihr wie anderthalb Wochen vorher gesagt habt, ja, ich komme dann in anderthalb Wochen vorbei, dann ist das doch schon recht unerwartet und ich habe mich einfach super, super gefreut, meine beste Freundin hier zu haben. Und auch mit den beiden habe ich dann das Tourprogramm ein wenig durchgezogen. Wir haben das Las Vegas Sign angeguckt. Beim Strip waren wir natürlich Town Square, also meine Lieblingsstellen. Die beiden haben viel Zeit am Pool, glaube ich, oder einige Zeit am Pool verbracht, während ich zum Beispiel gearbeitet habe. Und halt nach der Arbeit haben wir einfach nur Zeit miteinander verbracht, was sehr, sehr, sehr gut tat. Wir sind oft essen gegangen. Das war schon sehr schön, dass die beiden zu Besuch gekommen sind. Zwischenzeitlich war ich einmal kurz fürs Wochenende weg. Da habe ich die beiden dann alleine gelassen. Da war ich nämlich in Spokane, weil meine Gasteltern dort auf einer Hochzeit waren. Danach bin ich halt wieder nach Hause gekommen und ja, habe die beiden dann auch für ein paar Tage hier in Las Vegas gehabt. Und schon kommen wir zum vorletzten Punkt, nämlich den Kontakt nach Deutschland. Ich habe ich glaube, der Kontakt ist einigermaßen gleich geblieben, wenn nicht sogar ein ganz kleines bisschen schlechter, aber jetzt nicht irgendwie doll negativ. Nur weil ich halt sehr viel weg war und zum Beispiel eine Woche Montana, eine Woche oder meine Freundin war zu Besuch, das waren glaube ich fast 10 Tage und da wollte ich mich einfach nur darauf konzentrieren, dass ich mit den beiden Zeit verbringe und ja, es kommen jetzt auch wieder Tage, wo ich mehr Zeit für mich selbst oder auch für meine Familie und Freunde in Deutschland habe. Aber ja, auch zum Beispiel Salt Lake City habe ich 4 Tage verbracht, wo ich einfach gar keine Zeit hatte, irgendwie mit jemandem zu telefonieren oder zu FaceTime. Und schon sind wir beim letzten Punkt angekommen und das wäre der Punkt Geld. Das lief diesen Monat gar nicht mal so schlecht. So viele Ausgaben gab es nicht, außer halt, dass ich recht oft mit den beiden essen war. Aber ansonsten lief es super. Genau, das war es auch schon wieder mit diesem Monatsupdate. Ja, wie immer hoffe ich, dass es euch sehr gefallen hat und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!